In 24 Stunden Rallye-Fahrer werden. Das ist mein Ziel. Und wie wir das Ganze schaffen? Wir fahren über Steine, durch Wälder, über Landstraßen, durch Schlamm, durch dichtes Geäst. Damit du keine Ängste mehr kennst. Randy hinterm Steuer. Keine Ahnung von Autos. SUVs. Es wird wild, es wird lustig. Viel Spaß mit der Folge aus Österreich. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen vor Schloss Gabelhofen. Es stehen sehr, sehr coole Autos hier. Wir sind gerade angekommen. Wir checken jetzt erstmal ins Hotel ein. Ich glaube, heute Abend gibt es nur noch ein Abendessen und dann gehen wir auch schon, so gesagt, rein in das Training, morgen in der Früh. Ich bin nicht alleine, ich habe Verstärkung. Was geht? Ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt legen wir los. Stell dir vor, du hast das als Haus, privat. Da werden wir nach dem Training morgen ein schönes Bier trinken. Vorm Fahren kein Alkohol. Super. Zimmer 207 im zweiten Stock. Dankeschön. Schönen Aufenthalt. Schauen wir uns das Zimmer an, Leute. Wenn das Zimmer jetzt geil ist, bin ich glücklich. Ja. Hallo? Wir haben ein Bett, das gleich auseinandergeschoben wird. Ah, wir haben einen Brief. Ist der jetzt persönlich oder nicht? Herzlich willkommen, wir freuen uns. Ich kann nicht lesen. Wir haben eine Klimaanlage, hoffe ich. Wir haben einen Mini-Arbeitsbereich, wir haben einen Fernseher, wir haben einen Schrank. Wie ist das Badezimmer? Okay, Badezimmer. Badezimmer ist schön. Bruder, das Badezimmer ist wie meins, zu Hause. Hier kann man schon duschen gehen. Sehr, sehr schöner Boden. Das ist auch sehr geil. Mhm. Ich wäre gerne Hoteltester. Merkt man? Merkt man. Eine Stunde. So, 18 Uhr, Leute, wir schauen runter. Einmal ganz runter. Randy, folgt mich. Ein Bier? Was für helle Bier habt ihr? Wurde doch nichts ohne Bier. Nimm Platz. Ja. Freut mich auch. Social Media sind wir unterwegs, da sind natürlich hier ein paar Experten, die ein bisschen mehr haben. Auf Facebook, auf YouTube, auf LinkedIn. Den Ford. Ach, da geht auch den Raptor. Das muss so schön aussehen, dass... Traumhaft. Kann ich das jetzt probieren? Ich glaube eher. Der Raptor ist der schwerere zu fahren wegen dem längeren Radstand, oder? Ja, ja, genau. Dann bin ich den Raptor. Jetzt ist Abendessen. Wir schauen uns die Vinothek an, Ladies and Gentlemen. Dieses Hotel hat eine eigene Vinothek. Sieht aus wie die Höhle der Löwen. Boah, dieser Duft hier alleine. Weißwein ist da. Wow! So, das, wenn ich ein Haus habe, will ich sowas haben. Ja, gerne. Das muss irgendwo in meinem Keller sein. Seit 2 Jahren trinke ich sehr viel Wein. Loki Alkoholiker Vibes. By the way, Lukas, du wolltest nicht mitkommen. Jetzt hier hast du dein Problem. Schau mal, wo ich gerade hier bin. Auf der Flasche ist mehr Staub als in meiner ganzen Wohnung. Das heißt, es wird gut schmecken. Ja. Eierschwamme mit Rahmsuppe, mit Croutons, rosa gebratener Rinderrücken und marinierte Früchte. Zum Wohl. Ich habe sehr, sehr selten so klaren Weißwein gesehen. Es geht, also. Nein, es geht mit der Wärme, ne? Achso. Die stark. Große gebratene Rinderrücken. Ladies and Gentlemen, ich sage es so, wie es ist. Es riecht. Du siehst glücklich aus. Du siehst glücklich aus. Nächsten Tag. Ja. Ist du eher süß zum Frühstück oder salzig? Beides ehrlich gesagt. Zuerst salzig, dann süß. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Servus. Oh. Ja, hey. Oh mein Gott. Weichgekochte Eier, Ladies and Gentlemen. So will ich jeden Morgen frühstücken. Das ist es, Ladies and Gentlemen. Das Frühstück, so wie es hier ist, kriegt von mir eine 9 von 10. Ich müsste jetzt lange überlegen, dass ich noch sage, das und das fehlt mir aber. Schließ mich dir an. Unglaublich. Außer Sucuk. Da haben wir es. Sucuk wäre es gewesen. Ein paar Sekunden später. Schuhwerk für heute. Ich kann mich leider noch nicht entscheiden. Auf jeden Fall, es gibt einmal diesen Schuh hier und einmal den. Ich sag so, wie es ist. Ich werde Profi-Rennfahrer. Also nehmen wir auch das richtige Schuhwerk und das wird der schwarze Air Force sein. Was ist hier alles drin? Ganz schnell. Sehr, sehr viele Zeitschriften. Automotorsport, an euch geht auch ein dicker Kuss raus. Dann haben wir eine Tasse von Ford und ein Mustang Einkaufswagen-Chip. Und in diesem Sinne, wir sehen uns jetzt unten bei den Autos. Eine ewig. Servus Meister. Ab heute heiße ich nicht mehr Randy Gamble, sondern Randy Performance. Zu meinem größeren Bruder angelehnt, JP Performance. Mit dem Wagen werden wir heute die Performance auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der Satz enden soll, aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich sagen will. Nein, wissen wir nicht. Schau, was da drin aber läuft. Oh, Luciano! SUVs!
320 PS, 600.000 Kubikmeter. Blinker rechts, links geht. Vollautomatik Geländewagen. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich wusste es. Aber ich glaube, ich bin sehr, sehr guter Autofahrer. Einmal Hupen noch testen. Das ist der schnellste, oder sei ehrlich? Ja, okay. Verehrte Damen und Herren, ich weiß, ich sehe mehr aus nach Golfspieler, aber ist das egal. Nach diesen 24 Stunden bin ich auf jeden Fall ein Rennfahrer. Ja, ich wollte den ja eigentlich haben. Der ist aber nicht 100% gemacht fürs Gelände. Wir haben trotzdem sehr, sehr schöne Autos. Wir haben uns schon eine ausgewählt, und zwar ein Ford Raptor. Ich finde auf jeden Fall am besten, wenn ich mir jetzt hier einen aussuchen müsste, ich würde so einen nehmen. Einfach zu schön, dieses Auto, oder? Sind wir ehrlich? Was gebt ihr dem? 1 bis 10? Rein in die Kommentare. Wie sieht es aus? Sind wir ehrlich? 10 von 10 sieht das aus! Ich weiß nicht, ob die mich alle da draußen hören, aber... Sorry. Habt ihr es gehört? Ja, natürlich! Ach, scheiße! Ich gebe eins mal mit, Funkgerät, gell? Lautstärkenregelung wäre hier, gell? Und hier zum Zurückfunken, wenn was dringend ist. Wenn er dann unterwegs geht, wenn was dringend ist. Wo ist der Sportmodus hier direkt? Gibt's den eigentlich? Rechts, links, kommen irgendwo. So wie sich das jetzt hier anfühlt, ich sag so, ich hab so diesen... Ich ein bisschen gemacht, ich, Wir machen jetzt so eine kleine Einführungsrunde zusammen als Gruppe. Wir haben jetzt hier auch umgestellt, wir sind jetzt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es geht jetzt mehr um Kraft, nicht um Geschwindigkeit. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Es kann sein, dass ich absolut Müll rede, das will ich nur sagen. Wir drehen einfach einmal eine Runde, schauen uns einfach einmal ein bisschen um. Erstes Auto ist so ein Ausbilder. Er sitzt immer vorne, ist über Funk mit uns allen dreien verbunden und sorgt dafür, dass wir hier sicher durch den ganzen Tag kommen. Und ihr merkt doch, es ist alles, ich würde mal sagen, ja, wir machen alles noch sehr langsam, sehr relaxed, sehr entspannt. Später will ich hier mit 140 Sachen runterbrettern. Sei geil in die gute Stube, ich hab überholt. Ja, Bruder, du kommst einfach von irgendwo. Ich sag so, wie es ist, ich bin gemachter Rallye-Fahrer. Pass auf, schau, wie die hochfahren. Jetzt passt auf. Schon dritter Gang. Er kommt im dritten Gang hier hoch, der Wagen. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja, schau. Boom, der ist um. Können wir mal runterfahren, gell? Und zack, 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 zack. Nicht immer hier. Jetzt auch gerade noch mal die Frage gestellt, ob wir mal später auch mal ein bisschen Gas geben können. Bergab bei Offroad gibt man nicht Gas, da macht man nur die Autos kaputt. Was man aber macht, man kann mal bergauf ein bisschen im fünften Gang hochbrettern, den Berg oder sowas, solange man die Strecke kennt und weiß, dass alles safe ist. Aber ich muss sagen, ihr seid alle durch die Bank echt sehr sympathische Dankeschön. Influencer. Ich habe schon Sachen erlebt. Wirklich, man muss sehr viel Geduld mitbringen, bergab, damit die Autos nicht beschädigt werden, aber man kommt sicher runter. Oh, 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 oh. Ziel ist schon bei der Übung jetzt, sagen wir mal, dass man flüssig runterrollt, ja, ohne dass die Reifen blockieren, oder? Genau. Jawohl, du merkst das immer, wenn du gerade bist, danke. Er stellt sich immer unten hin und gibt jedem Fahrer Tipps und Anweisungen, wenn er denkt, dass man noch ein bisschen Hilfe braucht, weil von außen ist es deutlich, wow. Der kriegt doch immer irgendwas hin. Hermann hat die erste Delle reingemacht. 10 Sekunden hast du Zeit, bis du wieder oben bist. Habt ihr gesehen, wie das Auto hoch kann? Bam, bam, bam. Wie ist es? Macht Spaß, wir haben noch Platz. Du kannst dich gerne dazu setzen. Ja, du. Kommt vielleicht drauf zurück. Das ist Randy, meine lieben Freunde. Ich hab so viel Spaß. Perfekt. Wir machen jetzt noch ein Gruppenfoto. Hier, freut euch mal ein bisschen mehr. Hey. Erde, yeah! Hey. Perfekt. Ich glaube, Bier ist jetzt nicht erlaubt. Auf jeden Fall, das hier ist so gesagt das Rennstreckenrestaurant. Ganz kurz, ich sehe wirklich aus, als würde ich Golf spielen und nicht Rennen. Ich sehe mehr nach Golfspieler aus.
ganze Essen war super. Jetzt geht's auch wieder gleich weiter, Ladies and Gentlemen. Also Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf der Landstraße unterwegs. Im Sportmodus, wie ihr hören könnt. Wir fahren jetzt ins richtige Gelände. Langsam, ganz langsam, Traktion suchen auf der Bremse. Jetzt geht die Action los. Perfekt! Wie man es vormittags trainiert hat. Okay. Jetzt wird dann gleich die Hinterachse über die Wurzel rutschen, also nicht schrecken. Sehr gut, perfekt. Kannst die Lenkung schon gerade richten. Ich weiß nicht, wie das auf Kamera wirkt. Ich sage euch ehrlich, das war steiler, als es aussieht. Ich habe mir das gerade angeschaut. Wir sind einfach irgendwo mitten im Wald und fahren so fette Autos hier durch den Dreck. Muss ich ehrlich sagen, macht Spaß. Bin schon so ein paar Fahrzeuge gefahren, die sowas drauf haben, aber die sind schon wirklich gut. Jetzt huckelig. Ja, huckelig! Huckelig! Also das Ding hier ist bis jetzt das, wo man am meisten Adrenalin hatte, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Das macht's. Ich bin froh, dass ich nicht in der Position gerade bin. Es wäre richtig unangenehm. Ja. Good job. Ich würde sagen, das nächste Mal fährst du da jetzt gleich hoch. Jetzt fahre ich noch nicht. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist, ich kann eh nicht alles für euch filmen. Ja? Ihr müsst sowas auf jeden Fall mal selber probieren. Und ich komme mir ein bisschen vor wie Luciano, wenn ich mit so vielen SUVs rumfahre. Nur, dass das alle seine sind und nicht mal der hier mir gehört. Aber da kommen wir auch noch hin. Deswegen lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. So, Alan, Gas geben, mein Freund. Alan macht es gut. Oh. Der Mann hat kurz Angst gehabt. Ehrlich, sehr gut gemacht. Als die hintere Achse hoch ist. Boah, Bruder, ich war wie im Braten. Die haben sich noch für Ende der, wie man es nennen möchte, der Rallye-Ausbildung. Ich nenne es eine Rallye-Ausbildung. Haben sich eine Challenge überlegt. Jeder ist jetzt mit seinem Auto hier. Dann wird er eingewiesen, muss seine eigene Zeit einschätzen für die Runde, die so geht, die wir jetzt schon ein paar Mal gefahren sind mit dieser einen engen Kurve. Und hier hoch, bisschen komplizierter, mit hinterer Sperre so gesagt. Und du gibst, bevor du hier losfährst, so gesagt, deine Zeit an. Ne, ab der Wurzel hier gleich. Läuft dann die Zeit, bis du wieder hier unten bei dem Herrn bist. Randy war zu nervös, um seine Runde zu filmen, weil er unbedingt gewinnen wollte. Wir sehen uns bei der Siegerehrung. Eine Stunde später. So, der Abstand auf Platz 3 waren 17 Sekunden. Der Adrian. Ja. Safe raus. Dann auf Platz 2 mit einer Differenz von 15 Sekunden der Joe. Auf Platz 1 die Lailani. Platz 1 unser Team. Unser Team. Jubel. Team Influencer auf den ersten Platz. Wo ist unser Captain da? Gemacht. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir eigentlich gut gemeistert. Gell? Also, unser Captain, bester Captain. Drei Urkunden überreichen. Und zwar dem Randy als erster. Dankeschön. Danke sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War meine Ehre, muss ich echt sagen. Bruh. Komplett crazy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich durfte jetzt noch den Mustang zum Schluss fahren. Den Bronco wollte ich hier nicht fahren, der war nicht so, das war nicht meins. Und der Raptor, ich hätte gern einen. Darauf arbeiten wir hin. Kuss geht raus an Ford, ciao. Zu late, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zu sehen. Kann ich losfahren? Bro, ich fahr schon 120. Alter Verwalter. Das waren 2 Sekunden. Bro, ich bin noch nie so schnell auf 100. Weißt du den Weg zurück eigentlich? Nein. Die Kamera ist zurück. Ja. Versuch einfach. Ja, halt sie jetzt komplett fest. Oh. Bruder. Und die Bremsen, weißt du, wie die Bremsen? Oh. Schau mal an. Ich will es zwischen denen schaffen, mache ich aber nicht. Der hätte keine Chance. M3, keine Chance.